was ist der sogenannte Bitcoin-Client? Und ganz einfach, wenn man ja Bitcoin erwerben möchte, dann braucht man ja ein Online-Konto. Und der Bitcoin-Client ist sozusagen das Zwischenstück, das ist die eigentliche Software, die auch mit dem Bitcoin-Netzwerk sich verbindet. Das heißt, wenn man es einrichtet, dann wird man auch darum gebeten, eine Software, den sogenannten Bitcoin-Client, downzuladen auf den Rechner, auf den PC, auf das Mobilfunkgerät. Und hier findet dann eben auch findet der Download statt und dieser hilft dann eben bei den Transaktionen und dass man Bitcoins empfangen kann. Das Ganze wird dann eben noch abgesichert mit einem Passwort, damit hier eine möglichst reibungslose und sichere Kommunikation eben stattfinden kann. Wenn du unser gesamtes A bis Z Krypto Klartext Lexikon downloaden möchtest und haben möchtest, dann klicke gerne auf das Video oder auf den Link unter diesem Video und da findest du eben alle Videos, um dich in dieses Zukunftsthema Kryptowährung noch viel, viel tiefer einzuarbeiten. Hochspannendes Thema, man muss sich auskennen, die Begrifflichkeiten einmalig lernen und dann weiß man, was es hier zu tun gilt. Ja, wir sehen uns dann gerne im nächsten Video. Bis dahin, euer Thorsten Wittmann.